Am 4. Juni 2016 werden rund 1500 Neonazis in Dortmund erwartet, um gegen die angebliche Überfremdung der deutschen Gesellschaft zu demonstrieren. Wir wollen solchem braunen Gedankengut in unserer Stadt keinen Platz geben. Es ist halt gewaltfrei, es ist einfach schön. Die Künstler von Tools for Action planen gemeinsam mit dem Schauspiel Dortmund und zahlreichen Schulen eine luftige Gegenaktion. Aufblasbare Spiegelbarrikaden. Wir wollen mit der Zivilgesellschaft 200 Würfel bauen und brauchen eure Hilfe. Ich finde es sehr spannend, dass wir hier eine Gemeinschaft bilden und buchstäblich mit dem Bauen von aufblasbaren Würfeln, dass wir damit den Neonazi-Aufmarsch blockieren. Ziel ist es, den Marsch der Neonazis in Dortmund zu verhindern und unserer Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten. Da wir auch die jüngere Generation mit einbeziehen wollen, geben wir 14 Bauworkshops an Schulen. Um die Aktion erfolgreich durchführen zu können, suchen wir weiterhin Unterstützer. Würfelpaten, die uns bei der Finanzierung von Material helfen. Helft mit, 200 Würfel zu bauen. Werdet Würfelpate, die Spiegelbarrikade in Dortmund. Infos beim Schauspiel Dortmund, spiegelbarrikade@theaterdo.de und bei facebook.com/toolsforaction. Wir werden dabei sein.